Hallo und herzlich willkommen auf eurem Kanal Staffelchef. Die Panzer-Selbstfallerfette 1C ist aktuell im Supertest. Und nachdem ich schon wieder einige Kommentare gelesen hatte, ja, das sei totaler Crap auf Stufe 4 und man könne doch den Lux nehmen und er wäre ja mit der 5 cm Kanone weitaus besser als diese Panzer-Selbstfallerfette 1C. Da kann ich schon wieder nur den Kopf schütteln. Lasst uns zusammen einfach mal reinschauen und gleich mit dem Vergleich zum Panzer 38NA einsteigen. Denn für mich sieht die Wanne aus, ich hoffe, ihr könnt meine Maus erkennen, wie vom Panzer 1C. Und die Kanone ähnelt sich, wenn wir schon mal reinschauen, Schaden 70-70-90 auf der HE und auch 25-130er Durchschlag auf dem APCR Goldgranate. Ähnelt der vom 38 TNA und Lux, also der 5 cm Kampfwagenkanone. Jetzt zum Vergleich habe ich hier einfach mal im Rot, wenn der 38 NA schlechter ist, und in Grün, wenn der 38 NA besser ist. Einfach nur, um ein Gefühl für die Waffe zu kriegen. Der Schaden ist gleich von den Granaten. Aber wir sehen hier schon, dass die Panzer-Selbstfallerfette 1C 100 Durchschlag auf der normalen Granate hat. Was ein massiver Unterschied ist zum Panzer 38 DNA. Die Nachladezeit ähnlich, leicht besser auf der Selbstfallerfette. Ebenso die Streuung auf 100 Meter und natürlich auch weiter. Massiv besser bei der Panzer Selbstfallerfette ist hier die Einzielzeit von nur 1,5 Sekunden. Was wir natürlich weder bei der Einzielzeit noch bei der Streuung sehen, ist, wie verhält sich das nach dem Fahren, wie verhält sich das nach dem Schuss. Das sind immer diese Soft-Stats, die aktuell noch nicht einsehbar sind. Denn das Einzige, was wir aktuell haben, ist dieses Blatt hier vom Supertest. Die Gun-Traverse, also die Richtgeschwindigkeit der Kanone, ist hier bei 28 Grad pro Sekunde angegeben. Ist jetzt, finde ich, nicht so wichtig. Kann mir aber vorstellen, dass es hier scheinbar recht schwierig ist, die Kanone in dieser Blende zu bewegen. Im Vergleich dazu natürlich auch unser 38NA, der hier weitaus höhere Drehbarkeit bzw. Kanonenrichtgeschwindigkeit hat. Das zählt auch für hoch und runter, ne? Also wenn man ganz nach unten guckt und auf einmal hat man über sich jemanden, dass man schnell die Kanone hochkriegt. Oh, Entschuldigung. Da gestikuliere ich zu stark mit den Händen. Und ihr könnt das gar nicht sehen. Ja, auch da zählt diese Geschwindigkeit. Also da ist er eigentlich recht langsam. Aber ich denke, das kann man vernachlässigen, hier diesen Wert. Was wir allerdings nicht vernachlässigen können, sind die nächsten zwei Werte. Und da sind sie eigentlich recht ähnlich. Das ist einmal der Kanonenrichtwinkel insgesamt. Sowohl der 38NA als auch die neue Panzer-Selbstfallerfette 1C können beide um 10 Grad nach unten, das ist super. Der 38NA hingegen noch 5 Grad weiter nach oben, finde ich jetzt nicht als so kriegsentscheidend. Die maximale Munition, die ich mitnehmen kann, ist deutlich mehr beim 38NA. Allerdings dürfen wir hier nicht vergessen, dass der 38NA nur 67 Durchschlag hat auf der normalen Granate. Und deswegen strebe ich dort auch immer ein Munitionsverhältnis von 2 normaler Munition zu 1 Goldmunition an, wohingegen wir uns hier locker fast ein 3 zu 1, jetzt muss ich rechnen, 3 zu 2 erlauben können. Also 60-20, 3 zu 1, nach Adam Riese, genau, 3 zu 2. Jetzt bin ich, glaube ich, raus. 2 zu 1, 3 zu 1. Genau. Ja, auf jeden Fall können wir uns das hier, glaube ich, eher erlauben, da wir mit dem 100 Durchschlag weitaus mehr erreichen können als mit den 67 beim 38NA. Nur mal kurz rein in die Mobilität. Grundsätzlich ist er etwas langsamer um 10 km als der 38NA. Hat auch nicht so viel Pferdestärke und damit natürlich auch nicht so viele PS pro Tonne. Aber er kann sich sehr zügig auf der Stelle drehen, so wie es aussieht. Fast 10 Grad schneller pro Sekunde auf der Hochachse. Natürlich als Jagdpanzer hat er weniger Lebenspunkte, mehr als 100 weniger. Und zur Panzerung will ich gleich noch was sagen. Also es ist natürlich überragend, wenn man schaut, er hat 50 mm Frontpanzerung. Das interessiert den Grommel frontal auch nicht, das kann ich mir schon vorstellen. Und selbst er selber kommt ja mit 100 da nicht großartig durch.
Aber es gibt Momente, wo sowas wichtig werden kann. Und das sind dann der kleine Unterschied zwischen ich habe 40% Siegchance oder ich habe 60% Siegchance auf dem Auto. Meines Erachtens. Da kommen noch ein paar mehr Sachen dazu, aber solches Wissen ist da schon ganz interessant. Da sehen wir zum Beispiel beim 38NA, dass er Frontal 30, Seite 25 und hinten 20 hat. Ich habe das jetzt mal verglichen mit der Kettensäge oder der 7,92 mm Mauser vom Panzer 1C. Hier drüben sehen wir mal die Werte beim 38NA, wenn er frontal beschossen wird. Obwohl er zwischen diesen beiden Platten hier nur 10 mm hat, ist es aber so angeschrägt, dass dort automatisch alle Schuss abprallen. Und auf den restlichen Platten hat er 66% Möglichkeit durchzuschlagen. Das heißt, wenn wir hier noch ein bisschen anwinkeln, können wir da locker auf 50, 40% runter Wahrscheinlichkeit. Und deswegen ist es sehr wichtig, auch im Low-Tier-Bereich, ob wir jetzt von 30 oder 50 mm reden. Und ich kann mir bei dem Auto hier schon vorstellen, dass die Frontplatte vielleicht 50 mm ist, vielleicht auch noch diese hier, aber sicherlich nicht diese Schräge und sicherlich nicht hier oben diese Blende. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, denn was wir hier auch sehen, ist, dass hier hinten noch so ein Turm hat. Vielleicht steckt hinter der Blende noch zusätzlichen Turm. Dann könnte es sein, dass wir auch dort 50 mm hier oben erreichen. Aber darauf müssen wir schauen, darauf müssen wir eher warten. Sichtweite 320, natürlich nicht so gut wie bei einem Aufklärer, aber auch nicht so schlimm wie beim Hetzer. Und die Funkreichweite, alles über 400, 500 Meter, ist vernachlässigbar. Vielleicht auch noch kurz erwähnt, was hier nicht drin steht, kurz durchgerechnet. 100% Besatzung, 1800 Schaden pro Sekunde. Hingegen der 38NA 1750 ist ungefähr gleich, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn wir uns jetzt mal das Laufwerk vom 38NA nehmen und dann oben auch einen Vierer-Pack draufschrauben, kommen wir natürlich zum Marder 38T. Hier haben wir nun auch so eine Blende und wir können jetzt mal schauen, wie sich das bei dieser Blende erschließt, weil auch bei ihm wurde gesagt, Wannenpanzerung 50, 15, 15. Und jetzt schauen wir mal, ja, wenn die Blende auch nur 15 mm hat, wo wird denn der 1C hinschießen? Das ist super, dass das auf jeden Fall abprallt auf seinen 50 mm Frontplatten. Aber es bringt uns natürlich nichts, wenn die Blende oben nur 15 mm hat und alles durchschlägt. Selbst das Zwischenstück hat hier beim Marder 12 mm. Und obwohl es leicht angeschrägt ist, ist es im Unterschied zu der starken Anschrägung vom 38NA nicht genug. Und selbst hier könnte der Panzer 1C zu 91% durchschlagen. Schauen wir kurz mal rein in die Waffenwerte vom Marder im Vergleich. Natürlich hat er nicht die 5, sondern die 7,5 cm Kanone drauf. Macht damit deutlich mehr Schaden. Und auch hier sehen wir schon, dass eine HE mit 38 Durchschlag sich deutlich dieses Mal im Wert lohnen würde. Also hier empfehle ich auf jeden Fall, sehen wir auch gleich hier unten bei der Munition, 10 HE-Granaten mitzunehmen. Beim Marder. Die Nachladegeschwindigkeit für die 7,5er ist natürlich geringer. Die Streuung auf 100 Meter ist erstaunlicherweise weitaus besser. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er nicht sich so schnell bewegen kann und vielleicht auch eine schlechtere Blende hat. Also, das heißt schlechtere Blende. Er hat einfach mehr Raum dahinter, so würde ich mir das jetzt erklären, und kann damit viel besser zielen als hier oben in so einem kleinen Turm, wo vielleicht die ganzen Einrichtungen, Optiken und so weiter noch nicht richtig, ja, ausreichen, um präzise zu schießen. Die Zeit zum Einzielen wiederum ist beim Marder etwas höher. Die Beweglichkeit der Kanone, also links, rechts, hoch, runter, ist auch etwas schneller. Und hier finde ich, ist ein Grad weniger nach unten die Kanone zu bekommen, schon kriegsentscheidend. Also das ist schon, nach unten zählt immer jedes einzelne Grad. Nach oben ist eigentlich nicht so wichtig, solange man über 20 Grad ist. Aber hier ist der Marder mal richtig schlecht. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Also wenn ihr mal über einem Marder seid, einfach auf ihn wirken. Er kriegt die Kanone nur um 9 Grad hoch. Das ist natürlich echt bitter. Aber das ist wirklich eine Besonderheit hier jetzt beim Marder. Auch gleich mal noch zur Feuerkraft. Der Marder hat 1813, 1813 Schaden pro Sekunde. Ist also auch unerheblich, nimmt sich nicht viel.
dann könnte man jetzt, wenn man nur auf die Feuerkraft mal schaut, wenn beide gleich viel Schaden pro Sekunde machen, oder pro Minute, ist ja auch egal. Ach, seht ihr, Schaden pro Sekunde und Minute, das ist natürlich pro Minute. DPM, nicht DPS. Ja, würde ich doch eher dazu hintendieren, ein Auto zu nehmen, was verlässlicher trifft. Und dann müsst ihr euch einfach mal die Werte hier anschauen und entscheiden. Oder aber ihr sagt, ihr geht rein in die Mobilität. Ich will nicht gefangen sein und dann aufgeschmissen sein, sondern ich möchte mich auch schnell verlegen können. Schauen wir rein bei der Mobilität. Wenn ich einen Schuss abgebe und aufgehe, komme ich mit der Selbstverlauffette 1C 2 km/h schneller, kann ich schneller zurücksetzen und mich aus dem Gefahrenbereich rausholen. Nach vorne, vor allem immer ganz am Anfang, wichtig, um in die beliebte Position zu kommen. Stellt euch einfach vor, ihr steht neben dem Marder, die Zeit tickert runter, ihr wollt beide in denselben Busch, dann ist die Selbstverlauffette 1C schneller da. Und auch diese 7 km/h nicht mal unterschätzen, also auch im laufenden Gefecht könnt ihr euch viel schneller damit bewegen und verlegen. Der Rest eher unerheblich. Wo es nochmal interessant wird, ist, wo hatte ich's? Ja, zeige ich euch gleich bei einer letzten Sache, die mir noch ein bisschen am Herzen liegt. Es ist jetzt alles ein bisschen hell, aber ich erkläre euch das kurz. Ich gehe nochmal zurück zum Panzer 38NA. Ich hatte ja gesagt, dass ich diese Seitenpanzerung von 25 und 20, hatte ich ja gesagt, hey, jetzt sind wir im Chromwell. Frontal mache ich da, ist mir das total egal, ob die da 30 oder 50 mm haben, was soll das? Aber ich will euch mal zeigen, warum diese 25 mm Seitpanzerung 38NA weitaus wichtiger sind als 15 mm. Am Beispiel, wo haben wir es? Hier, Chromwell. Der Chromwell hat eine 75 mm Kanone. Und die Seitenpanzerung ist 25 mm dick beim 38NA. Es gibt das Overmatching-System. Also Overmatching auf Deutsch, wenn das Überwerten, das Übertrumpfen. Es wird dabei die Panzerung gemessen an dem Kaliber der Waffe. Aber jetzt obachten, das ist wichtig, die originäre Panzerung. Wir wissen, wenn wir den Panzer anwinkeln, dann erhöht sich natürlich die Dicke von der Seitenpanzerung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit HE eine in die Seite bekommen mit Hochexplosiv, heißt das natürlich, dass wir weniger Schaden bekommen, wenn wir anwinkeln. Und die Wahrscheinlichkeit auch geringer ist, dass es zum Durchschlag kommt. Aber es gibt, wie gesagt, diese Formel, die besagt, wenn das Kaliber der Waffe, die schießt, nur 3-mal größer ist, dann gibt es einen automatischen Abpraller hier auf der Seite. Das ist das Sidescrapping. Und ihr seht, am Turm habe ich 20 mm und der wird automatisch durchschlagen, weil 3x20 macht 60. Ab 60,01 mm könnte ich also automatisch immer durchschlagen, mit 60 mm nicht. Da er nur eine 75 mm hat, und ich habe hier übrigens zum Messen mal auch die Goldpatrone reingelegt, der Durchschlag ist völlig egal, wenn er 1000 Durchschlag hätte. Dadurch, dass ich hier angewinkelt habe auf die APCR und dadurch, dass er nur 75 mm hat, der Krummel, wird er hier automatisch abprallen an der Seite. Nehmen wir jetzt mal von der SU 76M die 76 mm Kanone. Diese wird hier automatisch durchschlagen an der Seite. Unabhängig davon, wie viel Durchschlag sie jetzt hat oder nicht. Jetzt schauen wir uns das mal am Beispiel vom Marder an. Wenn es jetzt zu dieser 15 mm Blende auch kommen würde bei der Selbstverlauffette. Der T-80 hat eine 45 mm Kanone. Der Marder hat an der Seite Wanne und an der Seite Blende 15 mm. Das heißt, angewinkelt, wenn wir da jetzt einfach mal, ich nehme mal hier eine Hauswand. So, angenommen, wir winkeln so an. Natürlich hat er dann eine Chance, diese Blende hier zu treffen, den grünen Bereich. Aber wir haben die Möglichkeit auf Abpraller. Hingegen würde der Skoda mit seiner 47 mm, also nur 2 mm mehr, automatisch durchschlagen. Überall. So. Und deswegen ist es interessant zu wissen, habe ich 25, 20, 15 mm. Was für Kaliber hat mein Gegner? Kann ich dort Sidescrappen oder nicht? Sidescrappen auf Deutsch,
das Anwinkeln an der Hauswand, das Langschaben, sodass ich meinem Gegner erstmal nur diese lilanen Bereiche zeige, richtiges Anwinkeln, alles prallt automatisch ab. Das ist nicht realistisch, aber das ist halt eine Formel im Spiel. Ja. Habe ich schon ein paar Mal erklärt, aber ich versuche auch jede Gelegenheit immer wieder zu schnappen und zu zeigen, selbst mit einem 38A, einem Scout 4er, kann ich gegen einen 6er, der Goldmunition benutzt, sidescrappen. Es ist möglich. Natürlich wird er dann trotzdem nicht umfahren oder sonst was, aber es gibt Chancen. Gut, ich will es jetzt gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Die Panzerselbstverlafetta 1C, aktuell im Supertest, war ein ganz kurzer Ausblick. Schauen wir mal, was kommt. Ich freue mich, wenn es die vielleicht zu Weihnachten oder so als Geschenkpanzer gibt. Feier immer gern auch mal diese Low-Tier-Fahrzeuge. Danke fürs Einschalten, gehabt euch wohl, bis bald.